Mein Name ist Hans-Kaspar Scherrer, ich bin Vorsitzender der Geschäftsleitung der IB Aarau AG. Hier in Aarau wurde im Rahmen der vom Stimmvolk angenommenen ESAG-Initiative mit der Einführung der 2000-Watt-Gesellschaft eine neue, moderne Wärme-Kälte-Lösung initiiert, welche erlaubt, mindestens 80% mit Wärme und Kälte aus Grundwasser die Aarauer in Zukunft zu versorgen. Wir haben sehr viel Grundwasser hier und das erlaubt, dass wir einen großen Teil, im Moment angedacht etwa 25% des Stadtgebietes mit dieser innovativen Energielösung in Zukunft CO2-frei versorgen können. Die IB Aarau wird rund 120 Millionen in dieses Projekt investieren. Der erste Teil, der Fernwärmeverbund Casino, ist bereits in Betrieb. Der zweite ist im Bau und die Nummer 3, 4 und 5 sind derzeit noch in Planung. Anfänglich wurde gemeinsam mit der Stadt und auch mit dem Kanton Aargau eine Energieplanung für die Stadt Aarau ausgearbeitet. Die IB Aarau hat nach der Verabschiedung dieser Planung durch den Stadtrat unmittelbar mit der Umsetzung gestartet und hat den ersten Fernwärmeverbund im Altstadtbereich aufgebaut. Gleichzeitig bauen wir auch Fernwärme in den Neubaugebieten im Torfeld Süd, wo ein ganz neues Quartier entsteht, wo es nicht ganz optimale Bedingungen für Wärmesonden gibt. Auch dort werden wir Fernwärme und Fernkälte liefern, aus Grundwasser generiert. Der Bau ist sehr anspruchsvoll, weil wir in der Stadt bereits viele Leitungen im Boden haben. Es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Stadt, auch des Kantons, wenn es um Grundwasserbewilligung geht, und des Unternehmens. Wir sind aber sicher, dass wir mit diesem innovativen Projekt einen guten Beitrag leisten können zur Energiewende und zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft in Aarau. Einerseits waren die Projekte dank der städtischen Energieplanung, aber auch der Energiestadt-Initiative bei Behörden wie auch bei der Bevölkerung politisch gut verankert. Und andererseits eröffnet sich auch für unser Unternehmen eine Chance mit der Fernwärme und Fernkälte als neues, zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. In der eigenen Organisation hat das Projekt viel Unterstützung erhalten und nicht zuletzt gelang es uns, zwei hervorragende Projektleiter zu gewinnen, die nun mit der Umsetzung dieses Projekts beauftragt sind. Ich empfehle grundsätzlich den frühzeitigen Dialog zwischen Vertretern der Gemeinden, der Kantone und auch der Energieversorgung. Die Energiewende kann von niemandem allein gestemmt werden. Zudem gibt es häufig lokale Potenziale und Quellen für erneuerbare Energie, welche sich nicht einfach verallgemeinern lassen. Gerade aber die kommunale Energieplanung kann hier sehr helfen. Es werden spezifische Lösungen gesucht und meist auch gefunden. Die Energiestrategie 2050 lässt sich kaum umsetzen, wenn nur einzelne Gebäude betrachtet und allenfalls saniert werden. Es braucht insbesondere die Betrachtung der Quartiere, der Areale, allenfalls Stadtteile oder ganze Städte, um alle Potenziale und Möglichkeiten sinnvoll nutzen zu können.